Schönen guten Morgen. Guten Morgen von Obi, denn der Tobi ist bei Obi. ja. Und zwar für die Gartenarbeit gehe ich jetzt heute erstmal einen neuen Rasenmäher holen. Oh, Entschuldigung. Und ja. Leider hat es gerade eben wieder angefangen zu regnen. Und das macht mir so einen Strich durch die Rechnung, weil ich wollte heute eigentlich auch noch Gartenarbeit machen. Aber es gibt noch andere Sachen zu tun. So, jetzt mal gucken, wo hier die Sachen sind. Und ich denke, es wird ein Benzinrasenmäher. Das auf jeden Fall. Rasenmäherporn, yeah! Und das ist ein Elektro. Hier kommen wir zu Akku. Nee, Was nehme ich da jetzt? Ja, okay. Aber das sind jetzt nicht so viele, ne? Ich muss mal hier jemanden holen und fragen. So, und die kleinen Babykatzen haben auch gerade Essen bekommen. Ne? Bist du eine kleine Babykatze? Ich muss gleich unbedingt durchsaugen. Ne? Die verlieren wieder so viel Fell. Ja, du verlierst wieder so viel Fell. Können ja mal sagen, ich glaube, das sieht man jetzt gerade gar nicht so, ob das bei euren Katzen auch immer so ist. Wenn die aus dem Katzenklo rausspringen, die verteilen das in der ganzen Wohnung, weil das an den Pfötchen ist. Ne? Ich habe auch mal schon gröberes Katzenstreu versucht, aber das mögen die gar nicht. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Hauptsache, ihr habt es bequem beim Kacken. So, und jetzt geht's. Jetzt mache ich mir einen Kaffee. Ich habe Hunger und Durst und brauche jetzt Koffein. Ha! Okay, also ziemlich komisch gerade hier. Ich habe gerade jemanden angesprochen und so gefragt, so, ja, ich bräuchte Hilfe oder ich würde gerne einen Rasenmäher kaufen. Ja, dann machen sie das doch. Sag ich, wie? Soll ich jetzt hier einfach einen vom Wegnehmen auf den, oder sind die nicht neu verpackt? Nee, einfach hier wegnehmen. Okay. Erster Punkt, eigentlich wollte ich den nehmen. Hier fehlt schon eine Mutter und sowas. Und die Schraube hier ist verbogen. Spricht schon mal dagegen. Denke ich mir, okay, alles klar. Dann will ich den hier nehmen. Hier fehlt einfach der komplette Gaszug. Ja, keine Ahnung. Jetzt nehme ich hiervon gar keinen. Ich werde, denke ich mal, zu einem anderen Baumarkt fahren, weil, das sehe ich jetzt nicht. Eigentlich zahle Geld für etwas, was schon kaputt ist. Und ja, sowas ist total unnötig. Ich kann mir jetzt nicht für 400 Euro einen Rasenmäher holen. Kochen wir, Schatz? Ja, kochen. Ja? Mäuschen. Guck mal, kannst du mir zeigen, was ich unten gerade gemacht habe? Ich habe heute noch gar nicht gevloggt. Es tut mir so leid, Leute. Aber irgendwie, hey Mäuschen, Mama war gerade noch da. Ich koche jetzt dafür. Jetzt gibt's eine Kochsession. Jetzt ist richtige Qualität eingestellt. Jetzt geht's nämlich auch schnell hier. Auf jeden Fall. Aua. Was ich erzählen wollte. Was denn? Ich finde das total schön. Wir haben jetzt gerade das Video online gestellt. Es ist soweit. Es ist soweit. Und das Feedback ist so süß von euch. Das muss ich jetzt echt einfach mal sagen. Die Kommentare. Hashtag Babywölfchen. Wie süß ist das, bitteschön? Das ist so, keine Ahnung. Ich finde das echt total schön, was ihr da geschrieben habt. Das muss auch mal gesagt werden. Nicht immer nur auf die negativen Dinge eingehen, weil 95% der Kommentare sind einfach total süß und ja, das fand ich einfach toll. Nee, hat mich gerade gefreut. Und jetzt kochen wir. Ja? Ja, komm. Okay. Komm. Leute, verzeiht mir bitte, dass ich heute so fertig aussehe. Ich habe Augenringe. Hab ich selten, aber kommt halt auch mal vor. Ja, auf jeden Fall. Wir werden jetzt mal was kochen. Tobi schaut jetzt gerade noch sein Video zu Ende. Auf der Couch. Und vielleicht schauen wir gleich uns noch einen schönen Film an. Ich gehe auf jeden Fall noch duschen. Ich muss unbedingt Haare waschen. Und weiß nicht wieso, aber irgendwie, wirklich seitdem ich brünett bin, muss meine Haare viel öfters waschen, als ich blond war. Vielleicht wisst ihr den Grund. Wenn ja, bitte ab damit in die Kommentarbox. Vielleicht wisst ihr auch irgendeine Lösung dafür.
dann auch ganz schnell in die Kommentarbox damit. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir einen Salat machen, also ganz klein, so Beilagensalat-mäßig. Kartoffeln, Valais, weil es soll schnell gehen. Und wir haben beim letzten Einkauf übrigens kein Fleisch gekauft, auch nicht der Tobi. Der Tobi wollte kein Fleisch haben. Und deswegen machen wir Valais. Und dann machen wir noch Erbsen dazu. Ganz genau. Eigentlich hatte ich voll Bock auf Spinat, aber der Tobi mag nicht so gerne Spinat und auch keine Eier. Und wusstet ihr das eigentlich? Fun Fact über Tobias. Tobias isst keine Eier. Weder Rührei, noch Spiegelei, noch Omelette. Nur Produkte, wo Ei drin verarbeitet ist. Ja. Nudeln. Das isst du, ne? Nudeln. Ja, so, ja, so Kuchen. Kuchen mit Kuchengeschmack. Brot. Ja, auf jeden Fall. Brot mit Eigeschmack. Oh, Eierbrot. Eiweißbrot. Ja, auf jeden Fall habe ich dann für mich beschlossen, ich werde da morgen Spinat für mich alleine machen. Dann kann der Tobi morgen, keine Ahnung, irgendwas anderes essen. Dann mache ich in Maultaschen oder so. Ja, okay, das stimmt eigentlich nicht. Wir haben doch Fleisch eingekauft, weil ich glaube, die Maultaschen sind mit Rinderfleisch gefüllt. Aber so an sich waren wir nicht an der Fleischtheke und haben Fleisch gekauft. So, wir brauchen Kartoffelchen. Ja. Ackergold. Das ist genau das, was ich damals meinte. Deswegen haben wir uns für eine Insel entschieden. Guck mal, wir können jetzt richtig schön beide zusammen kochen. Ich befinde mich hier, habe hier meinen Arbeitsbereich und Tobi da. Und das ist der Grund, warum wir uns nicht für eine L-Küche entschieden haben. Klar, eine L-Küche, da hätten wir jetzt auch gesagt, wir hätten jetzt hier ja, auch einer da. Auch ihren Arbeitsplatz ja. Gehabt, aber, ne, schlussendlich. Ich finde das schön, ich mag das so nach da schauen. Ja. Oh, die Spüle scheint. Ja, ich hab eben die Spülmaschine angeschmissen und... ist dann automatisch wieder ausgeschmissen. Nein, ich muss sie noch ausräumen und den Rest einräumen. Soll ich die Herzen machen? Hier? Kannst du machen. Wir haben Kopfsalatherzen. Ja, du musst eigentlich, also da sage ich wirklich, ich habe zwar im Vlog gesagt vor ein paar Tagen, man soll abwarten ja, und nicht Anna immer direkt zum Arzt. Sie hat jemanden an der Hand, die wohl irgendwo bei einer Sportorthopädie in Köln und keine Ahnung was arbeitet. Ja. Ich wollte mal nachhören, ob die mir einen Termin machen kann. Wäre schon gut, ne? Ja. Tobi hat, ja. Seit dem Red Bull Air Race. Heißt nicht, dass es unbedingt davon kommen muss, ja, aber der Umzug, genau, der Umzug verstärkt sowas auch. Oh, ich lasse den Kühlschrank waschen. Auf jeden Fall hat er Rückenschmerzen, schon ziemlich stark, würde ich sagen. Und da sage ich dann, da kann man dann mal zum Arzt gehen. Weil nicht, dass es nachher, klar, er ist noch ziemlich jung, aber ein paar Freunde, also ich glaube, zwei Freunde von ihm hatten auch schon einen Bandscheibenvorfall. Und damit sollte man nicht spaßen. Sonst wird er irgendwann ein Papa, der keinen Huckepack oder Hoppereiter spielen kann oder Pferdchen. Keine Ahnung. Ich lege Gurke, durch die Gurke. So, Wasser kocht oder fängt an. Ja. Fast. Tut man den dann jetzt schon in den Kochtopf? Das tust du ja eigentlich bei kaltem Wasser angucken. Warum hast du das dann in so? In den Kopf. In den Kopf. In den Kochtopf. Ja, ich habe das Wasser, ich stelle das immer schon mal so ein bisschen an. Nee, da ist noch was drauf. Tobi möchte unbedingt das neue Ding hier ausprobieren. Sagt er, wollen wir nicht lieber unsere Gurke würfeln? Nee, ohne Spaß, wenn wir schon so ein neues Gerät haben, muss ausprobiert werden. Ja, ich weiß. Ich wollte es ja heute ausprobieren. Ich wollte ja eigentlich Gemüse fahren oder irgendwas machen, Gemüseauflauf machen. Nicht böse gemeint, ne? Aber dadurch, dass das nicht weiß ist, ne? Sieht es so sieht alt es aus. Sieht aus wie aus den 90er Jahren. Ja, als hätte es in einem Raum mit zu viel Rauchern gestanden. Ja, so sieht's aus. Ja, das ist der Schlitz, ne? Das ist nicht der, das ist der... Wie, das ist der Schlitz? Der Stifte macht, das ist das Stiftding. Das hier macht's. Weißt du, eigentlich würde ich es gerne erstmal spülen. Was? Das Messer? Ja, wenigstens ja. Nur mal so ein bisschen abspülen. Dann mach.
richtig drauf drücken. Ja, wie cool ist das denn? Hab ich gut gekauft, ne? Ja. Geil. Cool. Du kannst alles reinmachen und dann hast du dein Gemüse da drin. Dann habe ich ja einen Eintopf. Weißt du, was jetzt noch cool wäre, wenn die solche Dinge hätten? Ich muss mal gucken, vielleicht bei Paprika. Amazon. Ja. Sollen wir Paprika noch dazu machen? Kannst du machen. Ja, komm, hau rein. Ich glaube, Zubi wird jetzt öfters kochen. Ja, damit geht's ja einfach. Ja. Also es geht so perfekt, weißt du, wie ich meine? Hast du ein bisschen zu viel QVC geguckt, ja? Nee, ich weiß, wo ich das gesehen habe, bei der Epo mal. Ja? Ja, ich glaube, die hatte mal so ein Ding. Geil, guck mal, Leute, wie cool. Aber wir hätten... Was Der Gurke hätten wir... Ja, obwohl, so kann man es auch lassen. Okay, gib mir mal eine Schale. Gib mir mal eine Schüssel. Das ist richtig klein. Du hast die Schüsseln, Schatz. Das ist schon fast Food-Porn. Jetzt ist. Ja, ne? Echt cool. Weißt du, was wir mal brauchen? Wir brauchen mal Salat, Besteck. So, und nun, das ist jetzt unser Abendessen. Du hast dich auch schon gekriegt. Du hast dich hier hingelegt, weil du denkst, es fällt was runter. Und ja, würde ich jetzt sagen, guten Appetit. Appetit? Guten Appetit. Gerade läuft Sextape. Ja. Auf Vox. Richtig so. Lustiger Film. Und guten Appetit, kleiner guten Finn. Tag. Ne? Haben wir gerade eine Knackschokolade gegönnt. Und wir starten jetzt unseren kleinen Filmabend. Genau. Wir haben uns ausgeliehen in so einer Videothek, quasi in so einer Online-Videothek, Boston. Das ist ja die Verfilmung mit Mark Wahlberg zu dem Terrorangriff, den es da gab. Mandarinen gemacht. Also genau, boah, Mandarinenzeit hat angefangen. Boah, dieser Duft einfach göttlich. Hab gerade eben auch schon eine gemampft. Finn liegt schon seit über einer Stunde da. Einfach chillen. Schnurrt auch die ganze Zeit. Ich lasse ihn auch meist in Ruhe. Einfach schlafen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.